Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Movie Days. Heute Spider-Man Into the Spider-Verse. Ja, viel gibt's zu dem Film eigentlich nicht zu sagen. Wer die Comics kennt oder die Serien von Spider-Man, wie der ultimative Spider-Man, jetzt zuletzt sehr bekannt gewesen, oder halt die neue Spider-Man-Serie, der wird da schon ein bisschen reingeführt in die ganze Spider-Verse-Thematik. Auch zu empfehlen wäre zum Beispiel die alte Spider-Man-Serie aus den 90ern, wie The New Animated Spider-Man. Da gab es dann auch die Spider-Verse-Geschichte. Bloß ein bisschen anders, ist eine sehr nette Sache und ich glaube, da war Stan Lees erster Cameo in ein Marvel-Franchise, wo dann auch Stan Lee sich mit Spider-Man Peter Parker unterhalten hat. Tja, hier ist es ein bisschen anders, es geht um Miles Morales, nicht um Peter Parker im direkten. Und der Aufbau, muss ich sagen, ist sehr cool, locker, flockig, sehr witzig, sehr schnippig, auch sich selbst gegenüber und zeigt sehr schön, wie gerade Storytelling hier funktionieren kann. Zum Beispiel der Cameo Stan Lee. Miles will ein Spider-Man-Kostüm kaufen, damit er halt nicht entdeckt wird, weil er kein eigenes Kostüm hat und keine Fähigkeiten, sich jetzt ein eigenes Kostüm zu machen. Ja, und geht dann in Comicbuchladen oder Kostümladen und kauft dann da ein Spider-Man-Kostüm und fragt den Verkäufer, in dem Falle Stan Lee, ob dieses Kostüm denn auch passen würde. Und Stan Lee antwortet: Es wird passen. Irgendwann passt es immer. Und dann wird die Kamera halt leicht auf die Schulter von Stan Lee gesetzt, wo dann drauf steht: Vom Umtausch ausgeschlossen. Sehr witzig, finde ich gut. Sehr knackig und so ist es auch mit den anderen Witzen. Genauso, wenn Miles seine Kräfte entdeckt und nicht weiß, wie er sie einsetzen soll. Und der praktisch mit Spider-Man Peter Parker dann versucht, ein Labor zu infiltrieren und er aber nicht runterkommt, weil er halt immer noch mit den Fingern an der Decke oder an der Lampe hängt und Peter ihn dann fragt, was tust du eigentlich, um dich zu entspannen? Und siehe da, Miles fängt an zu singen, genau wie am Start des Films. Er hat sehr viel Witz, sehr viel Humor. Ich finde jetzt eigentlich nicht, dass da irgendwas zu negativ zu sagen wäre, außer vielleicht, wer halt Comics nicht mag, wer halt nicht groß auf Humor steht, der viel mehr Action haben wollte, der wird hier vielleicht ein bisschen enttäuscht sein. Aber ich finde, es ist eine gesunde, runde, knackige Mischung, die man sich auf jeden Fall mal ansehen kann. Ich verstehe nicht, warum dieser Film auf deutschen Kinoplat in deutschen Kinos gefloppt ist. Ich hoffe, dass es auf Streaming-Plattformen und DVDs dann später besser läuft, denn dieser Film ist auf jeden Fall sehenswert. Wer Marvel mag oder generell Comics wie DC und so, wer das alles ein bisschen cool findet, der wird diesen Film definitiv lustig und gut finden. Sehr herauszustellen wäre zum Beispiel Spider-Noir, der hier von der deutschen Stimme von Nicolas Cage vertont wird. Super witzig, super gut on point, wie ich finde, richtig gut getroffen. Fängt das Melancholische von ihm halt unglaublich gut ein. Und ansonsten haben wir halt alles typisch. Schade finde ich, dass halt wieder auf den grünen Kobold oder den grünen Gnom, Green Goblin
halt hier gesetzt wird in seiner alternativen Version, dass er halt eine Art Drache ist, was ich halt nicht so passend finde. Ich mochte ihn wirklich als mit der Maske eines Gnoms oder eines Kobolds, fand ich ihn immer ein bisschen besser, wie zum Beispiel im ersten Spider-Man-Kinofilm, den wir mit Tobey Maguire kannten. Oder die meisten zumindest kennen. Finde ich daher ein bisschen schade, dass das Ganze so aussieht. Aber in der Welt von Miles Morales passt es halt wieder, weil da ist er auch hauptansässig. Und ja, von daher ist es in Ordnung. Die Stimme von Kingpin ist dann wieder nicht so gut, aber halt schauspielerisch, was dem für eine Mission gegeben haben, eine Intervention, warum er es tut, finde ich es dann doch wieder gut. Auch viele Sachen, womit man hier spielt, das halt ein bisschen verdreht ist, finde ich dann gut gelöst, finde ich witzig. Ja, ich will aber gar nicht zu sehr hier spoilern, deswegen schaut euch den Film am besten selber an. Es gibt viele witzige Sachen, es gibt viele unterschiedliche Styles, gerade wenn man vor dem Spider-Verse, also den Anfang des Films, wo noch alles relativ normal ist, und nach dem Spinnenbiss halt, wo das alles mit dem Spider-Verse so praktisch losgeht, sich anguckt und alles plötzlich etwas mehr comichafter ist. Finde ich cool gemacht, der Stil ist gut. Vieles an dem Film, wie ich schon betonte, ist sehr gut gemacht und ja, ich würde mir mehr von solchen Filmen wünschen. Daher eine klare Empfehlung von mir für Spider-Man Into the Spider-Verse. Bis zum nächsten Mal, euer Open Beta. Kommentiert, liked, ihr kennt das ganze Spiel. Bis zum nächsten Mal, ciao.